Offenbarung Kapitel 8, Vers 10, lass uns weiterlesen. Und der dritte Engel stießen die Posaune, da fiel ein großer Stern vom Himmel brennend wie eine Fackel und er fiel auf den dritten Teil der Flüsse und auf die Wasserquelle und der Name des Sternes heißt Wermut. Und der dritte Teil der Gewässer wurde zu Wermut und viele Menschen starben von den Gewässern, weil sie bitter geworden waren. Lass mich das mal kurz erklären, was es mit diesem Stern auf sich hat. Manche Idioten würden sich wahrscheinlich denken, so, glaubt ihr wirklich, dass ein Stern auf die Erde fallen würde? Aber was du verstehen musst, ist, dass sich die Definitionen von Wörtern verändert im Laufe der Jahre. Logischerweise. Heutzutage, was unter anderem einen Stern als Himmelskörper ausmacht, ist, dass er einen festen, einen fixen Punkt am Himmel hat. Deswegen sind Sternbilder heutzutage immer noch dieselben wie vor 100 Jahren. Daher wurden die Sterne, die wir heute als Sterne bezeichnen, damals auch als Fixsterne bezeichnet. Im Unterschied zu sogenannten wandernden Sternen oder Irrsternen, die die Planeten sind. Damals wurden auch Planeten als Sterne bezeichnet. Aber es wurde eben unterschieden zwischen Fixsternen und wandernden Sternen, Irrsternen. Okay? Das heißt, ein Stern kann auch ein fester Himmelskörper sein. Er muss nicht unbedingt gasförmig sein. Wenn wir die Bibel lesen, und das ist wichtig zu beachten, wir haben Fixsterne, die Sterne, an die wir heute denken würden, die ihre Position nicht verändern, und wir haben die Planeten, die damals auch als Sterne bezeichnet wurden. Und woher kommt überhaupt der Begriff Planet? Nun, der Begriff Planet geht auf das griechische Wort zurück, das Wanderer bedeutet, wandernde Sterne. Das heißt, wir haben einfach nur den Begriff Stern weggelassen, sagen halt einfach Wanderer heutzutage, Planet. Weil Planeten natürlich sich bewegen und keinen fixen, keinen festen Punkt am Himmel haben. Und Irrsterne, wandernde Sterne, sie werden auch in der Bibel erwähnt, nicht wahr? Im Judasbrief. Wo es heißt im Judasbrief, ich versuche mich jetzt daran zu erinnern, diese sind Schandflecken bei euren Liebesmalen und schmausen mit euch, indem sie ohne Scheu sich selbst weiden, Wolken ohne Wasser von Winden umhergetrieben, unfruchtbare Bäume im Spätherbst zweimal erstorben, entwurzelt, wilde Wellen des Meeres, die eigene Schande ausschäumen, Irrsterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Also Irrlehrer werden als Irrsterne bezeichnet. Als Irrsterne. Der Teufel imitiert Christus. Der Teufel versucht, Gott zu imitieren. Nicht wahr? Deswegen, er hat seine eigenen Sterne. Nicht wahr? Er hat seine Irrlehrer. Er hat seine falschen Propheten. Er hat seine Dämonen. Und Irrlehrer, was charakterisiert sie? Dass sie eben nicht fest sind in der Lehre. Sie sagen mal dies, mal das. Sie gehen hin und her. Sie irren umher. Sie wandern umher. Im Gegensatz zu den Fixsternen. Im Gegensatz zu dem Fixstern, zu der Sonne, die Jesus Christus repräsentiert. Aber ich versuche jetzt nicht vom Thema abzukommen. Zu dieser Symbolik kann man noch viel, viel mehr sagen. Das wäre eigentlich eine eigene Predigt wert. Aber ich will dir nur zeigen, dass ein Stern in der Bibel nicht unbedingt das ist, woran wir denken. Ein Stern in der Bibel ist einfach ein Himmelskörper. Und natürlich sagen wir auch heutzutage noch Sternschnuppe, auch wenn eine Sternschnuppe nach heutiger Definition kein Stern ist. Also auch heutzutage nutzen wir den Begriff Stern auf andere Art und Weise.